Socken, du merkst es, aber du denkst, jetzt ist es vorbei. Aber lass mich dir verraten, jetzt kommt's erst so richtig dicke, denn hier ist meine letzte Überraschung. Richard, die Kiste. Denn ich weiß, dass es einen Menschen gibt, den möchtest du unbedingt mal imitieren. David Hasselhoff. Hallo Thomas, surprise. Hallo Thomas, Überraschung. Gotcha, jetzt haben wir dich. Aber keine Angst, meine Damen und Herren, er möchte den David Hasselhoff nicht als Rettungsschwimmer imitieren. Das wollten wir ihm nicht zumuten, Thomas Gottschalk in der roten Badehose. Er wollte schon immer mal ein Lied von David Hasselhoff singen. Looking for Freedom. Und auch deine Kandidaten bei Schalk TV mussten immer wieder singen, ob sie wollten oder nicht. Und heute bist du dran. Du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, mit David zu üben. Und dann sehen wir dich gleich als David Hasselhoff mit Looking for Freedom nach der Werbung. Thomas, ich helfe dir. No problem. Bis gleich. Der Schalk-TV-Opfer, deswegen heißt es heute auch nicht Schalk-TV, deswegen heißt es heute auch Pflaume-TV. Und er hat seinen Opfern viel Schlimmes angetan. Jetzt muss er leiden und das soll er auch tun. Hier auf unserer Pflaume-TV-Showbühne Thomas Gottschalk als David Hasselhoff mit Looking for Freedom. Respekt. Ja, ich denke, jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Jetzt schaut eh keiner mehr zu. Du kannst es auch. Du kannst es auch. Ja, geübt ist geübt. Schön, dass du da bist. Was haben die mich heute Nachmittag proben lassen? Eine abenteuerliche Geschichte eines jungen Mannes, der nicht zu Hause war, aber dann zu Hause sein würde. Also. Und du bist auch dabei. Dass du mir das... Well, look, I look like ja, natürlich. You jetzt sehe ich so aus wie du und du nicht. Elegant. Toll. Veronika. Wie haben die Grillen geschmeckt? Die Grillen, ja. Wie haben die geschmeckt? Das komisch, im Fernsehen mache ich alles. Ja? Immer eine, zu Hause würdest du es nicht essen, wenn die Thea das kocht. Aber sobald eine Kamera an ist, ich springe ins Feuer, ich esse Grillen, ich küsse dich. Vielleicht. Da würde ich mich zu Hause nie trauen. Ja. Das stimmt. Vielleicht sollte deine Frau mal zu Hause eine Kamera aufstellen. Ja, na hör auf, du das also Geld. Getier kommt mir nicht. Klein Getier kommt mir nicht auf den Teller. David, herzlich willkommen. Du warst Auftritt durch die Tür geplant. Ja, das war geplant, das weiß ich, aber am Schluss musste ich da mitmachen. Das war toll, es hat Spaß gemacht. Ich hab mich den ganzen Tag vor dir versteckt. Ich habe mich schon gewundert, Veronika war bei der Probe da, er war nicht da und er war nicht da. Von ihm habe ich gar nichts gewusst. Ich habe gedacht, ich bin der zweitbestaussehendste Mann heute Abend in der Sendung. Na gut, ich rutsch nach hinten, immer noch Top 3. Ja, ist gut, Veronika. Immer noch Top 3. Du weißt ja nicht, was da kommt. Ja, aber der beliebteste auf jeden Fall. Der beliebteste, glaube ich, ganz sicher.
Ja, David, wenn du schon da bist. So, jetzt sitze ich auch noch im schwarzen Rollkragenpullover, da sehe ich aus wie Drewermann, aber ist egal. Geht's jetzt in der Sendung weiter oder kommt meine Mutter noch irgendwo rein? Nein, das ist. Die ist daheim, da geht's gut. Solange Herr Pflaume da sitzt, ja. Ich dachte, die Kiste ist sehr groß, da ging noch einiges rein. Das Schlimme war, als die erste Dame rauskommt, dachte ich, nee, da war nichts. Dabei war das mein erstes Schalkopfer, siehst du? Ja. So verdrängt. Ist es, ja. Da ich dachte, Himmels Willen, soll ich da was vergessen haben? Aber dann ist mir es wieder eingefallen. Ja? Schlechte Geschichte. Das ist Kai Pflaume als Baywatch und es ist nichts. Okay. Oh mein Gott. Aber ist halt nicht die Sendung ist inzwischen überfrachtet. Die roten Badehosen, die gibt es ja überall, auch in Deutschland. Guck mal hier, da für Damen. Also hast du eigentlich dir jemals vorstellen können, was du weltweit für ein Beachfieber entfachst mit diesem Baywatch? Ja. Über 1 Milliarde Menschen sehen es, die erfolgreichste Fernsehsendung der Welt. You know, they actually had Nein, das habe ich nicht gewusst, habe ich nie geahnt. Es gibt überhaupt das Komischste bei uns. Es gibt sogar David Hasselhoff, Baywatch. Mhm. Frischluft für das Auto. Ich weiß nicht, warum die Menschen das haben wollen, dass ihr Auto wie David Hasselhoff riecht, aber das wollen die eben. Also es ist unglaublich, ich hätte es mir auch nie gedacht. Eine ganze Generation von jungen Leuten sind verrückt danach. Ich sehe auch hier übrigens lauter Nachahmung. Was ist das Zeug her? Hier, wenn Sie einmal auf Pamela rumtreten wollen, das ist die Baywatch-Socke. Gibt's alles. Ja, unglaublich. Und hier, die eigenen. Klar, die werden gerne gemischt getragen. Cool. Beide in einem Schuh. Nun ist Baywatch. Meine Socke wieder. Nun ist Baywatch international ja so erfolgreich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, in wie vielen Sprachen das zu sehen ist. Wir zeigen mal einen bunten Sprachmix aus Baywatch-Ausschnitten. Das hat der Mann gemacht. Ein hübsches, stilles Fleckchen, Strahl, was abgeschieden ist, wo die Wellen sanfte. Hey! Give me a nice, quiet little stretch of beach. Something secluded where waves gently lap the shore. Gotcha. Qu'est-ce que je te demande, c'est de me trouver un coin de plage spécial. Une île déserte où les vagues viennent caresser le sable fin. Oh! Soltanto una bella, piccola e tranquilla porzione di spiaggia. Posto appartato con lo sciabordio dolce delle otte. Preso! Solo dame un pedazo de playa bonito e tranquillo. Donde las olas bagnen suavemente la orilla. どっか静かでこじんまりしたビーチにしてくれよな。人目につかなくて波が静かに押し寄せ。おい！Das Komische ist, jedes Mal, wenn ich da in irgendeinem Land bin, dann kommen die Menschen zu mir und sprechen in ihrer Sprache, die denken, ich kann Italienisch, Spanisch oder alles, was sie im Fernsehen gesehen haben. Wo sind denn die Fans am anhänglichsten? Also wo sind sie am höflichsten, wo sind sie am wildesten? Kann man das sagen, wenn man in der Welt unterwegs ist? Hier. Ja, hier sind sie am besten. Oh, David. Echt, das stimmt. Es sind jetzt acht Jahre, Thomas. Acht Jahre, seitdem ich mich so gekleidet habe, damals in einer anderen Sendung von dir, Wetten, dass. Ich bin damals so gekommen, wie jetzt, wie du jetzt aussiehst. Und jetzt nach 8 Jahren läuft es immer noch fantastisch. Es sind die besten Fans weltweit. Ich bin hier. Kompliment an David. Und die Fans freuen sich. So, jetzt haben wir einen